Charmian ist ein Pokémon mit dem Typ Normal, existiert seit der 4. Spielgeneration und kann sich zu Snurgast entwickeln. Das Fies-Pokémon Charmian ist ein kleines, katzenartiges Pokémon. Es besitzt einen schlanken und wendigen Körperbau und ist mit hauptsächlich grauem Fell bedeckt, wobei die Ohrenspitzen, seine Schnauze und Pfoten weiß hervorstechen. Das Fell von Shiny Charmian ist violett anstatt selber grau gefärbt. Charmian zeichnet sich zum einen durch seine groß spitz zulaufenden Ohren und vor allem durch seine sehr langen Schweif aus, welcher wie eine Schraubenfeder gewunden ist. Charmian besitzt zudem zwei gelbe Augen mit dunkelblauen Pupillen und Iriden sowie lange Schnurrhaare an den Wangen. Es nutzt vor allem physische Attacken wie Heimzahlung, Schlitzer oder die Unlichtattacke Tiefschlag, hat zudem die Fähigkeit oder kann die Fähigkeit Flexibilität haben, wodurch die Paralyse verhindert wird, kann aber auch die Fähigkeit Gleichmut haben, wodurch Verwirrung verhindert wird, oder die versteckte Fähigkeit Adlerauge und verhindert den Verlust der Genauigkeit bei den Angriffen. Charmian ist ein ziemlich launisches Pokémon. Mal ist das Pokémon wütend und schlägt mit seinen Krallen um sich, mal ist es ganz anschmiegsam und schnurrt zufrieden. Im Kampf macht es sich seine scharfen Krallen für vielerlei Attacken zunutze oder bezieht Gegner durch sein liebreizendes Aussehen. Es lässt je nach Stimmung seinen langen Schweif geschmeidig herumwirbeln, zudem ist es scharfsinnig und kann seine Gegner allein durch seinen Blick benommen machen. Und dass es dazu neigt, seinen Trainer mit den Krallen an dessen Nase zu verletzen. Wenn es nicht genug Futter bekommt, versucht Charmian zu verbergen. Es ist überwiegend in bewaldeten und bewachsenen Gebieten zu finden. Dabei ist es der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und kann sich auf Level 38 zur Snurgast weiterentwickeln. Bei der Entwicklung zur Snurgast nimmt Charmian beachtlich an Masse zu und erscheint dicker und kräftiger. Zudem wachsen seine Ohren, sein Schweif teilt sich am Ende und allgemein erhält es ein rabiateres und kampflustigeres Erscheinungsbild, welches sich auch in Snurgasts oft mürrischen Gesichtsausdruck manifestiert. Und mit seinem Typ Normal ist es immun gegen Geistattacken, nimmt doppelten Schaden gegen Kampfattacken und der Rest macht normalen Schaden.